Geil, Mann! Oskar! Schweinsack! Das bin ich! Nein, geht gar nicht! Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht, Freunde des guten Geschmacks und des täglich Bekochtwerdens? Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, eure Mutter, euer Vater, euer großer Bruder, eure Freundin, euer Freund, wie auch immer, kocht schön für euch und ihr könnt es euch so richtig gut gehen lassen. Denn das ist das, was uns hier quasi erwartet, denn Max, der YouTuber, kocht einen Tag lang für Holle. Die meisten von euch kennen ihn, glaube ich, hier der Kollege Max, auf den haben wir schon ein paar Mal reagiert. Ihr auf YouTube am Start sein wollt, dann könnt ihr hier einfach mal bumm. Da sowas einhauen. Einfach über den Link in der Videobeschreibung. Kuss geht raus. So, mit der Kombination habe ich so zuerst gar nicht gerechnet. Wir haben schon auf ein paar Videos von Max reagiert. Der macht in meinen Augen sehr geile Videos. Kurz, knackig und dennoch so hochqualitativ geile B-Rolls. Und er hat auch echt, finde ich, einen guten Geschmack, was Essen angeht. Ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen schleimen, weil ich möchte auch mal einen Tag lang bekocht werden von ihm. Auf jeden Fall. Wir gucken mal rein. Holle auf jeden Fall ja der Foodtester. Mal gucken, ob uns hier ein Döner erwartet, ob er einen Döner nachmacht. Ein Burger könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Pizza oder so. Mal schauen, mal schauen. Holle ist ja eigentlich immer ein sehr, sehr, sehr kritischer. Da gibt es ja auch mal so Bewertungen von 1 bis 10. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen, wie die Bewertungen ausfallen. Willkommen zu einer Folge Ein Tag persönlicher Koch. Heute mit dem lieben Holle, der heute bei mir zu Gast ist. Ich war überrascht, was du dir gewünscht hast. Es war kein Döner dabei? Nee, das habe ich wirklich überlegt. Dein Ach, man kann sich da Essen wünschen. Was würde ich mir wünschen, Alter, zum Essen? Ihr könnt ja mal reinschreiben in den Chat, was ihr euch wünschen würdet. Also bei mir wäre es, glaube ich, Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn ist was sehr Nices. Das kommt mir jetzt so spontan in den Kopf. Zum Frühstück, boah, Alter, was ist denn zum Frühstück? French Toast zum Frühstück und am Abend als Nachtisch Kaiserschmarrn auf jeden Fall. Mittags vielleicht irgendwie einen, boah, Bruder, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie fitnessmäßig irgendwas, so eine gesunder Döner oder eine gesunde Pizza oder wie sowas. Muss ein bisschen kreativ werden und ein bisschen eiweißmäßig sich was einfallen lassen, wenn das geht. Und am Abend würde ich mir, glaube ich, einen Burger oder irgendwas gönnen oder irgendwie mit Lachs irgendwas, so eine Pokeball. Pokeball wäre auch geil. Pokeball und danach als Nachtisch Kaiserschmarrn. Eigengemachten Döner. Alter, der Eric hat das auch überlegt und er meinte, mach einen eigenen Döner. Alter, es gibt so viele Leute, die einfach ihr Leben darauf auslegen, den besten Döner zu machen. Du hast die alle schon gegessen und ich soll das jetzt schnell ja hinbekommen. Hätte ich niemals geschafft. Deshalb bin ich froh, dass du dir sowas hier gewünscht hast. Super gesundes Frühstück. Ich mache dir einen frischen Saft. Dazu gibt es ein schönes geröstetes Brot mit Avocado, Granatapfel, Feta. Let's go. Ah, okay. Holle packt den aus. Holle ist nämlich so ein richtiger Öko, müsst ihr wissen. Also der trinkt immer so Säfte und eigentlich ist super, wirklich gesund unterwegs. Und er hat quasi den ausgepackt. Okay. Ja, geil, Mann. Ich freue mich. Los geht's. Ah. Okay. Hat nicht wehgetan. Es ist super simpel. Ich freue mich immer darüber, wenn ich einfach so was Simples machen kann. Weil hier entscheidet die Qualität. Ich habe wirklich das beste Brot geholt, das man hier in Köln bekommen kann. Das röste ich gleich kurz an, mache dann so eine schöne filetierte Avocado drauf. Und damit fangen wir auch an, weil den Saft machen wir frisch. Der kommt aus der Presse in das Glas. Es kommt Selleriesaft, kann man machen, ja. Kommt aus der Presse in den Holle. Ja genau, Holle muss hier raustrinken. Ganz simple Zutaten, wie gesagt. Ich habe da richtig Bock drauf. Also Granatapfel war so eine... Ach komm, Max, da musst du den auspacken mit dem... Diese Avocado hochwerfen und dann so mit dem Messer so aufhängen. Habt ihr schon mal ein paar Mal gesehen auf Social Media? So, du hast das Messer mit der Klinge nach oben und die Avocado fällt dann da quasi drauf und bleibt zu stecken. Vorgaben, die mir Holle fürs Frühstück gegeben hat. Und Granatapfel als Vorgabe habe ich wirklich selten gehabt. Ich liebe es auch, ne, gerade weil wir es auch schon in der gehobenen Gastronomie auch ein paar Mal hatten, weil das so besonders ist. Ne? Du beißt drauf, es platzt, das ist einfach total geil. Und das jetzt im Frühstück unterzubringen, wird richtig gut. Schön fein schneiden, die Avocado. Als nächstes, boah, die schaut ja perfekt aus, kümmern wir uns um unseren Granatapfel. Entlang der Höcker schneiden wir einmal ein. Und ich hasse Granatapfelsaft machen, Alter. Das ist immer so ein nerviges Ding. Aber ich glaube, man muss die, glaube ich, so rausklopfen quasi. Am besten geht das. Jetzt machen wir uns eine Schüssel mit Wasser fertig. Also wir machen das unter Wasser, damit die Spritzer vom Granatapfel uns nicht erreichen. Der Eric hat Angst, geht schon in Abstand. Wenn wir dann quasi so eine, ich nenne es jetzt mal Wabe, haben vom Granatapfel, kann man das einfach unter Wasser auslösen. Und wenn man das über Wasser machen würde, dann wäre alles hier voll mit Granatapfelspritzer. Die Granatapfelkerne setzen sich unten ab und das andere Zeug schwimmt nach oben. Also ist echt super praktisch. Ohne geht das eigentlich gar nicht, weil sonst kannst du es vergessen. Dann packen wir jetzt unser Brot, ein Weizenbrot. Man sieht schon, hört mal, wie das aufgegangen ist. So, ordentlich Olivenöl dran, damit man auch gut in den Tag startet. Ähnlich wie bei Oma Gisela, ja, der Schritt, ne? Genau. Bei wem? Roman Gisela. Also Brot muss einfach angeröstet werden, so, weil man holt einfach nicht alles aus dem Brot raus, wenn man es nicht geil anröstet. Das soll knusprig sein, das soll lecker sein. Und dann müssen wir eigentlich nur noch belegen. Dann wollen wir mal, Leute, wir schnappen uns ein angeröstetes Brot, packen da drauf, komplett ausgebreitet. Boah, das schaut aber auch richtig schön angeröstet aus, ne, Leute? Braucht man auch keine Butter, kein Frischkäse, kein nichts, weil Avocado ist so fetthaltig. Packen wir unsere Avocado. Ach, Oma
Oma Gisela. Ach so, er hat für seine Oma, glaube ich, auch gekocht, ne? Stimmt. Zack, und da oben drüber bröseln wir jetzt einfach nur ein bisschen. Es geht wirklich darum, einfach so ein bisschen... Ein bisschen Feta? Würze reinzugeben, unseren Feta. Und Granatapfelkerne. Ich würde eigentlich nicht so viele nehmen, aber ein richtiger Fan von Granatapfelkernen ist, machen wir das Ganze so. Boah. Ja, sieht echt hübsch aus und gleich kommt ja noch die Krone. Und das hier ist sie. Und boah, aber das war jetzt, also nicht so mein Ding, irgendwie so mit dem Süß und Avocado und allem so. Oh, nee, Mann. Entweder richtig süß oder salzig, aber ich kann da nicht so beides irgendwie. So machen wir einen schnellen Saft mit Sellerie, Karotten, Ingwer, Apfel, Orange und los geht's. Boah, das ist geil, sowas. Da fühlt man sich schon richtig gesund, wenn man sowas sieht, ne, wie das gemacht wird. Da willst du das schon richtig trinken und hast das Gefühl, jetzt lebst du 100 Jahre länger. Also, dein Frühstück steht bereit. Man sieht hier richtig schön, zeig mal von oben, wie viele verschiedene Zutaten hier in unserem Saft gelandet sind. Boah, was sagst du optisch? Sieht heftig aus. Sieht heftig. Also das ist so ein Frühstück, wie ich es mir jeden Tag wünschen würde, aber dafür zu faul bin. Okay, so. Das ist gut. Dafür bin ich da. Ja. Ich bin gespannt, wie du das schaffst, das zu essen, ohne dass alles auseinanderfällt. Das wird schwer, Also ich bin auch mit Besteck nicht so begabt. Über mich wird immer gerne mal gelacht, weil ich so komisch mit meinem Besteck hin und her... Auch rein das Ding. Aber mit Händen rein. Dann, schön, dass du hier bist. Grüßchen. Freut mich. Danke, dass ich hier sein darf. Gesund. Schmeckt aber geil, finde ich auch. Ja, ich finde es auch gut. Die Schärfe geht echt klar, ne? Also ein ganzes Ingwerzieher. Ich finde sogar ehrlich gesagt, dass es noch viel geiler ist, wenn so ein Saft nicht mal geil schmeckt, sondern wenn der wirklich auch gesund schmeckt. Weil, wisst ihr, wenn ihr so diese einzelnen Zutaten rausschmeckt, wenn das nicht nur nach Apfelsaft oder sowas schmeckt, so einem süßen Ding, sondern so eine Schärfe und du auch wirklich, ich trinke das ja, um was Gesundes zu trinken. Ich trinke so einen Saft nicht, um jetzt so, oh, Süßigkeitenersatz oder was, sondern ich will was fucking Gesundes und dann soll die Scheiße meinetwegen auch liebend gern richtig gesund schmecken. Ich habe mir damals übrigens, das ist eine sehr gesunde Kombi, kann ich euch empfehlen, ihr kauft euch zum Beispiel Spirulina-Pulver einzeln oder Gerstengraspulver und haut das mit Wasser zusammen und macht dann ein bisschen Limette rein, Limettentropfen, kann man ja auch so Limettensaft fertig kaufen oder Zitronensaft und ein paar Tropfen Stevia. Easy peasy, lemon squeezy, ist gesund, kostet nicht viel. Dein Brot ist gleich die Sache, generell probieren. Kannst einen ersten Eindruck mitteilen, aber dann erst wenn du alles fertig hast, deine finale Bewertung geben. Klar, also wenn ich hier alles jetzt dreckig mache, ist nicht so schlimm, ne? Überhaupt nicht schlimm. Okay. Hauptsache, es schmeckt. Boah, das Geräusch. Das will man hören. Das ist erstmal gleich schön den Honig, der die richtig schön... Das ist das Erste, was du merkst, dass das Ganze halt so lieblich macht, ne? Das, ich habe auch nicht gespart mit Granatapfelkernen. Ich dachte, das ist genau richtig. Richtig so. Sehr gut. Mhm. Es scheint zu schmecken. Wir sehen uns gleich, wenn alles aufgegessen ist. Du hast schon mal. Aber hat jetzt Holle ihm wirklich Real Talk so gesagt, ey, ich möchte ein Brot mit Feta und mit Avocado und mit Granatapfel und so weiter und so fort, oder wie? Aufgegessen. Das ist ein erstes gutes Zeichen. Ja. Vielleicht wolltest du aber auch nur unhöflich sein, deshalb. Nein. Also, ich habe vorher schon gesagt, ich habe keinen Bock, schlecht zu bewerten. Das habe ich auch Gericht genommen, wo ich gedacht habe, Safety kriegt er gut hin oder die ich ihm zutraue. Also, ich traue ihm sehr viel zu. Aber es war genial. Hätte ich jetzt gesagt, da hätte ich auch für ins Restaurant gehen können. Und das ist für mich eine durchdachte Sache. Also, ich hätte es jetzt so bewertet, hätte ich es im Restaurant gegessen. Schafskäse, dann hast du dieses Brot, was einfach, das ist wie eine Wolke gewesen. So. Mm. Und zugleich außen diese Kruste, richtig knackig. Also hast du mich von den Socken gehauen. Jetzt musst du dem Ganzen, vielen lieben Dank erstmal, jetzt musst du dem Ganzen noch eine Note verpassen von 0 bis 10. Von 0 bis 10. Ich bin gespannt, weil Holle sagt halt nie so 10 von 10 oder so. Und auch eine 9 von 10 ist bei ihm schon richtig schwer zu bekommen. Mal schauen. Okay, also ich würde dem tatsächlich eine 9,3 geben. Was? 9,3? Okay, krass, das ist heftig. Ich glaube, irgendwie so die besten Döner und so was probiert hat, das war gerade mal 9,3 oder irgendwas, okay. 9,3 geben. 9,3 von dir ist, glaube ich, schon richtig gut, ne? Ja, also, selten, ganz selten. Ich weiß, dass du nicht mit guten Noten um mich wirst, deshalb bin ich sehr geehrt. Und ich verspreche dir, ich gebe mir mindestens genauso viel Mühe beim Mittagessen. Ich will hoffen, dass ich da auch wieder reinkomme. Das ist wirklich so, ich muss bei manchen Städten, auch in meiner Heimatstadt Buxtehude, muss ich die Straße wechseln, weil mich bestimmte Besitzer von Lokalitäten nicht mehr sehen wollen. So, die sind richtig sauer. So. Okay, dann hoffen wir, dass es so weitergeht, dass du noch nach Köln kommen kannst. Und wir machen weiter mit dem Mittagessen. Das hier ist eine Ansage. Wir haben hier ein Ribeye Steak, US Ribeye. Und diese... Oh, das ist natürlich auch eine geile Geschichte, muss man sagen. So schön mit Thymian, nicht mit Thymian, mit Rosmarin und so weiter, ein bisschen Ding und ein bisschen Butter und so weiter und so fort. Das ist auch geil, Mann. Steak wiegt über 450 Gramm. Eiweiß ist gesichert, würde ich mal sagen. Vielleicht teilen wir uns das dann. Paul, du musst dir keine Sorgen machen. Nein. Das ist, also ich würde mir das nie... Also ich hasse Teilen essen, muss ich sagen. Aber ich habe drei Geschwister. Ich musste schon mein ganzes Leben lang teilen. Du habe ich... Das Schlimmste ist, ich muss eines Tages noch mein Erbe teilen.
Wenn ihr das seht, eine Ansage geht raus. Die französische Butter, davon schneide ich einfach so zwei schöne Scheiben. Dann habe ich hier Rosmarin und Thymian, aber nicht irgendeinen, sondern der hat so ein leicht zitroniges Aroma. Und ja, ich weiß nicht, also, ja, Thymian, ich habe das bis jetzt meistens immer nur mit Rosmarin probiert. Mit Thymian habe ich es noch nicht probiert, aber ja. Sieht auch besonders aus. Ist essbar, ist bio, deshalb bin ich sehr gespannt, wie der sich auf das Aroma des Fleisches auswirkt. Wir packen uns unser Steak. Ach, der Haut ist da gleich so. Und da kommen wir. Das geben wir jetzt gleich ins Sous-Vide-Becken und dann müssen wir einfach nur noch abwarten, bis es den perfekten Zeitpunkt hat, um es auf den Grill zu legen. So, Zeit für Bratkartoffeln, aber nicht. Wir haben hier Griebenschmalz. Den machen wir erstmal zu Beginn in einer ordentlichen Schicht heiß. Nächster Step. Unsere Schalotte, die schneiden wir in schöne, dünne. Das ist halt, man muss echt, also man muss wirklich, wirklich sagen, Max haut echt immer einen raus mit den Rezepten. Also das ist, da ist alles andere als irgendwie Standard. Hier schön mit ein bisschen Schmalz. Es gibt bestimmt noch Sterneköche, die noch mehr so Tritratrala machen. Aber so, ich finde, er macht eine sehr gute Mischung aus effizient, also halt, dass du nicht ewig brauchst, um irgendwas zuzubereiten. Und gleichzeitig trotzdem immer so ein bisschen special. Und jetzt unsere Kartoffeln. Die habe ich gepellt, nachdem ich sie gekocht habe, für 20 Minuten. Die schneiden wir jetzt in schöne, gleichmäßig dicke Scheiben. So, wenn unser Griebenschmalz ausgelassen ist, können wir auch unsere Bratkartoffeln schon reinpacken. Ihr merkt schon, das ist hier keine Massenabfertigung, sondern jede Bratkartoffel wird mit Liebe behandelt. Ich werde jetzt von der ersten Seite anbraten, das dauert auch seine Zeit, kümmere ich mich um den Speck. Wir haben hier so ein mageres, abgehangenes Stück Speck. Den schneide ich einfach mal in relativ grobe Würfel, weil die natürlich sich auch nochmal auslassen. Dann entfernen die Haut. 10 Minuten vorbei und so sieht die andere Seite aus. Das ist wirklich ehrenlos. Und jetzt füllen wir noch die Zwischenräume mit unseren Speckwürfeln, die auch nochmal natürlich ein bisschen was auslassen, nochmal Geschmack da reingeben. Weitere 5 bis 10 Minuten später und die Gegenseite sieht genauso aus. Jetzt. Schnitzel wäre auch was, was ich mir von ihm sehr gut wünschen könnte. Hat uns nicht mehr viel zu tun, als das Ganze zu flippen. Ein wenig Salz. Unser Fleisch ist fertig, sous vide gegart. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Seht ihr, was da für Säfte sich drin bewegen in dieser Tüte? Das ist wirklich nicht normal. Also das ist ganz, ganz krass. Und man muss natürlich wissen, das Fleisch gewinnt jetzt noch keinen Schönheitspreis. Es ist aber perfekt gegart an jedem Punkt. Ein wenig Butterschmalz und jetzt kommt der große Moment. Und wichtig ist, wir wollen Kontakt. Deshalb lege ich jetzt quasi einfach ein Gewicht oben drauf. Ich glaube, das Fleisch wird richtig geil. Okay. Und wir flippen. Das ist krank, Alter. Wow, einfach nur, das schaut wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Das ist was für einen richtig schönen Cheater hier, so die Dinger, ne? Holle, ein Feuerwerk der Röstaromen, glaube ich. Das ist krass, wo ich es eben schon auf dem Grill gesehen habe. Also so eine Röstung siehst du selten. Ne? Ich glaube, auch in der Küche haben die meisten Leute einfach nicht so viel Zeit, so viel Liebe in ein Stück Fleisch zu stecken, so wie du. Aber mega, mega. Gerade bei so einem Stück Fleisch sollte man es aber tun. Und ich mache jetzt einfach etwas. Ich schneide hier mal den Mittelschnitt und die Zuschauer sehen. Er hat es selber noch nicht gesehen, aber ich schätze mal, er ist sich sehr sicher, dass es in einem schönen Medium ist. Oder so. Zuerst. Oh. Ja. Oh, schön. Guck mal. Brutal. Also ich muss eingestehen, ich habe mega Angst, weil bei Steak wurde ich sehr oft enttäuscht, auch in guten Restaurants, beziehungsweise nicht enttäuscht, ich habe einfach zu viel erwartet. Ja. Bei dem schauen wir jetzt mal. Einer ist schon heftig, Leute. Man hört es einfach. Das muss man schon sagen. Jetzt Bratkartoffeln, eines meiner absoluten Leibgerichte von Mutti damals im Kopf, wie sie es gemacht hat. Da waren die zwar nicht mehr so schön zur Heide zusammen, aber auch sehr lecker. Moment, ich nehme die mit ein bisschen Speck. Oh ja, so muss man. Und Zwiebeln. Zwiebeln hast du ja auch drin, ne? Klar, ja, Schalotten. Okay. Das ist so dieser Wirtshausgeschmack einfach, ne? Das ist ganz krank, das ist der typische, da ist auch dieses Rauchige von dem Speck mit drin. Mhm. Wir labern auf, schon viel zu viel eigentlich, wir sehen uns gleich wieder, wir hauen dieses Steak weg, wir putzen die Kartoffeln weg
Bis gleich. So, hier stehen schon die nächsten Vorbereitungen. Nicht für mein Video, sondern für das von Holle. Das ist, wenn es online ist, unten verlinkt. Ansonsten kommt es die Tage auf dem Kanal. Und ich bin gespannt, wie hat es dir geschmeckt? Das war mega, Max. Ich muss sagen, bei Bratkartoffeln, das ist eins meiner Leibspeisen. Deswegen habe ich es ja auch mir von dir gewünscht. Bin ich selber von meinen Bratkartoffeln sehr überzeugt, mache ich aber ganz anders. Bei den Bratkartoffeln, glaube ich, wenn man sie jetzt so kauft, und das habe ich wirklich so in der Tat noch nie gesagt, glaube ich, kann man sie nicht besser machen, wenn man sie in der Art macht. Das habe ich wirklich so noch nicht gesagt. Und da habe ich etliche Male, ist mir egal, ich habe gerade ein Video rausgehauen, das ich mit einem Kollegen gemacht habe, das habe ich echt schlecht bewertet. Das ist nicht so, dass ich das jetzt bei dir nur sage, würde ich 9,7 Punkte geben, weil vielleicht kommen ja doch noch bessere so, ne? Aber die Bratkartoffeln in der Art, sage ich mal, perfekt. Steak, glaube ich, handwerklich auch wieder perfekt. Hast du von außen einfach die Kruste und diese Zartheit, geht, glaube ich, nicht besser. Also bei Bratkartoffeln sage ich mal noch so, okay, gut, das ist so ein Ding, das isst man jetzt vielleicht nicht so oft wie ein Steak, oder da guckt man nicht so genau hin wie bei einem Steak, da lasse ich mal 9,7 noch durch. Aber wenn jetzt beim Steak auch 9,7 kommt, das kann ich mir persönlich fast nur, also das ist, Steak ist so schwierig, da gibt es so viele Sachen, die man besser machen kann oder die man verkacken kann oder was auch immer, es geht von schon los. Ich persönlich, ich würde es Max zum Beispiel mehr so, wenn das wirklich direkt auf dem Grill liegt und halt außen eine dünne Schicht richtig schön kross ist und es dann, weil das war jetzt nicht das dickste Steak, und das dann nach innen hin dann schön recht schnell auch Medium wird, weißt du, und innen noch schön rosa ist, so. Und einfach außen so eine richtig knusprige Schicht. Mir wäre das zum Beispiel nicht knusprig gewesen außen. Ich habe das von Nusret in Istanbul sehr gefühlt. Dann von der Dicke, vom Geschmack her, per se natürlich, vom Fleischgeschmack her, was bei der Qualität losgeht. Dann welches Stück du vom Rind nimmst. Also da gibt es die verschiedensten Sachen und da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Ich würde aber sagen, das habt ihr mir selber danach selber klar gemacht, was der Punkt ist. Dieses US-Beef oder ein anderes. Ich glaube, ein anderes hätte unter Umständen noch mehr Fleischgeschmack in sich gehabt. Ja, ja. So, das habt ihr mir erklärt, das wusste ich nicht. Und das wäre auch der Punkt, wo ich sage, da ging es noch ein bisschen besser. Zartheit alles perfekt, würde ich 8 von 10 geben. Okay, krass. Okay, gut. Da wäre ich jetzt aus allen Dingern gefallen, wenn da jetzt so 9,5 oder sowas gekommen wäre, weil das wäre schon, Bro. Das macht halt schon so viel aus, was für ein Fleisch, von welchem Land und so weiter du holst, was für eine Qualität. Ja, der Fleischgeschmack vielleicht einfach, da hast du ja keine Frust. Nein, aber also ich will mich wirklich nicht beklagen. Also das sind ja Bestnoten. Ja. Und fürs Abendessen probiere ich etwas aus. Deshalb habe ich Sorge, dass hier alles einbricht, der gesamte Erfolg wieder zusammenfällt. Aber ich werde es versuchen, ich gebe mein Bestes. Los geht's mit dem Abend. Warum ist das so schwer? Warum ist das so besonders, was ich heute Abend mache? Die Zutaten sehen eigentlich relativ simpel aus, aber ich probiere Omu Rice zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatten wir gesucht, als wir in Mitteltokio waren. Ein Bett aus Reis, gebratener Reis, relativ simpel. Und obendrauf ein perfektes japanisches Omelette, welches wirklich schwer zu machen ist. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich gebe mein Bestes. Gebe als allererstes einmal einen Esslöffel Butter in die Pfanne. Und heute, weil wir japanisch kochen, machen wir das Ganze natürlich Stäbchen. Ich muss nämlich jetzt lernen, wie ich die Hände, weil später dieser entscheidende Move, wo ich das Omelette dann wende, den muss ich auch mit Stäbchen machen. Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich Induktionsherde richtig scheiße finde? Gewöhne mich schon mal dran. Wir geben dann jetzt unser Chicken hinein. Das Hähnchen kommt in den gebratenen Reis, der quasi die untere Hälfte darstellt. Ich fühle mich wirklich ein bisschen wie vor so einer großen Prüfung. Also wirklich, weil ich meinte auch so zu Eric, ich mache das halt eher so, nein, machst du nicht, doch. Wir machen das heute und wenn es funktioniert, bin ich auch nochmal happy. So, wenn das Ganze so halbwegs gekocht ist, kommt auch schon unsere Zwiebel zu. Normale weiße Zwiebel. Die kochen wir jetzt, bis sie glasig ist. Japanese Cuisine. Yee. Zwiebeln sind glasig, dann geben wir unseren Reis daran. Reduzierte, montierte Geflügelbrühe. Davon gebe ich jetzt ein bisschen was. Reduzierte, montierte Geflügelbrühe. Zu. Wir brauchen aber auf jeden Fall dann gleich am Ende noch was, um das Ganze zu toppen. Deshalb halte ich mich damit ein bisschen zurück. Und wir geben Ketchup dran. Und für die Farbe noch ein bisschen Worcestershire-Sauce. Es gibt eigentlich spezielle Formen für Omu Rice, aber wir machen das jetzt einfach mit so einer tiefen Schüssel. Wir machen jetzt auch nur eine Portion. Das heißt, wenn es funktioniert, dann hat es wirklich First Try funktioniert. So, zwei Schalen. In eine schlagen wir die Eier. Die verquirlen wir schon mal. Dann geben wir dazu einen Esslöffel Sahne und einen Esslöffel Milch. Zum Zeitpunkt nicht mehr zu stark mixen, weil man kann sich vorstellen, es wird aus Sahne Schlagsahne. Kriegt dadurch eine hellere Farbe. Und das schütten wir jetzt eben durch unser Sieb hindurch. Machen die Pfanne heiß und geben ein geschmacksneutrales Öl hinein. Und nicht gerade wenig. Ja, das habe ich schon zu 100% schon mal gegessen. Genau so habe ich es nämlich gesehen. Jetzt machen! Ich mach das.
Ja, es wird ein leichtes, Leute. Denkst du, ich schaffe das, Eric? Ich glaube an dich. Ich glaube nicht. Du wirst es schaffen. Bereit? Ich krieg das schon hin. Und wir geben das Ei hinein. Und jetzt ganz schnell drehen. Und jetzt. Jetzt darf es kurz stehen. Es sieht schon eigentlich echt ganz gut aus, finde ich, bis jetzt. Es muss aber noch weiter durchgehen. Und jetzt. Es wird schon kommen. Jetzt ziehen wir es hier an den Seiten komplett einmal ab. Und jetzt, was? Klappen das einmal hier vor. Jetzt wird es so zusammengeklappt, oder was? Gegenseite klappen wir entgegen. Und jetzt. Oh, nee, oh, falsche Richtung. Scheiße, Digga. Oh. Mhm. Was mache ich jetzt? Okay, 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 okay. Ey, das ist halbwegs in Ordnung, glaube ich, was wir jetzt hier gemacht haben. Heben den Deckel. Jetzt legen wir das Ganze einmal drüber. Ach, es geht von selbst auf. Aber. Nee, Mann. Boah, sieht nicht verkehrt aus. Gültiger erster Versuch. No joke. Würde ich wirklich sagen. Es sieht nicht perfekt aus, aber ich bin wirklich zufrieden. Das ist wirklich sehr intensiv, deshalb will ich damit nicht übertreiben. Und hier haben wir meinen ersten Omni-Rise-Versuch. Also, tschüss. Okay, also Optik so, das würde mir schon mal gar nicht entsprechen. So, da wird irgendwie voll das Grün fehlen. Also ich bin da echt ein bisschen schwierig. Wenn Sachen so kein Gemüse haben, dann ist das schon mal, oder irgendwie gar nicht so Grünzeug. Da wird es schon schwierig so. Ich muss sagen, jetzt optisch schaut es ein bisschen langweilig aus. Aber könnt ihr so einfach nur fürs Auge irgendwas Kleines Grünes drüber machen. So einfach nur, damit es schöner ausschaut. Als Beispiel bin ich nicht. Bin aber ganz froh dafür, wie die Konsistenz aussieht. Ja, was sagst du optisch? Gib du dein Feedback. Ja, also optisch natürlich geht das besser. Aber ich bin jetzt gerade zu Hause auch gewohnt, nicht immer so 10 von 10 von der Optik. Also ich kann auch einfach mit einem guten Geschmack leben. Da muss nicht. Also mir ist daheim Optik auch komplett scheißegal, ne? Hoffe ich, dass wir den haben. Ich muss jetzt einfach mal direkt mit dir mitprobieren. Ja, gerne, gerne. Aber ein bisschen Omelette, ein bisschen Reis zusammen. Wollen wir uns füttern gegenseitig oder beide? wie du willst. Ja, gerne, gerne. Diesen Moment, wenn du diesen Moment haben möchtest. Ja. Oh mein Gott. Das will ich auch probieren. Ach ja. Daddy, guck mir aber in die Augen dabei, bitte. Ich will auch probieren. Daddy, guck mir in die Augen dabei. Kann irgendjemand einfach mal die Tonspur exportieren und unter irgendeinen anderen Clip legen? Okay, nur ganz kurz. Mit der Soße war ich skeptisch, weil es nicht so jetzt auch wieder megamäßig aussah. Aber die Soße ist ganz entscheidend bei dem Gericht. Hat es dir bisher Spaß gemacht? Es war mega. Es war wirklich, ich muss sagen, irgendwo auch anstrengend, weil wir verbringen ja wirklich viel Zeit miteinander. Und ich dachte, das wäre ein bisschen komprimierter, aber es war wirklich halt ein ganzer Tag, so wo man zusammen gegessen hat, gechillt hat. Und ja, zwischendurch immer die Kamerasequenzen, aber du hast mich echt überzeugt heute. Was sagst du zu dem Gericht? Also optisch ist es nicht erst. Hä? Also, die haben jetzt den ganzen, das verstehe ich nicht ganz. Die haben jetzt den ganzen Tag da gestanden, er hat doch nur gekocht. Holle musste doch nur zuschauen, was ist daran jetzt anstrengend? Was musste der da jetzt alles machen? Sahne. Ja, optisch müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Aber ich versuche mich auch immer reinzuversetzen in das Gericht so und irgendwie rauszuschmecken. Und ich habe eben zu Max auch nochmal gesagt, ist da viel Butter drin? Ich arbeite gerne mit Butter und man merkt einen schönen Buttertouch, der das Ganze schon mal lieblich macht. Und das Ei ist halt mega soft gewesen. So, hast die Butternote dazu, irgendwo den Ketchup, der noch dabei war, der hat das irgendwo rund gemacht, leichte Säure, ich denke mal durch die Worcestershire-Soße oder ja, wie wird das so ausgesprochen? Ja, Worcester ist genau richtig. Also es ist einfach ein ganz rundes Ding, so im Begriff von Vollmundigkeit. Du hast irgendwie alles in dem Gericht. Mhm. Und ich würde dem tatsächlich auch eine 9 von 10 geben. Dem Omelett an sich. Oder dem Gericht. Komplett Gericht. Aber dann lassen wir die Optik außen vor. Habe ich ganz rausgelassen. Okay. Habe ich ganz rausgelassen jetzt bei Bewertungen. Das mache ich meistens nicht eigentlich, weil ich, ja, am Ende des Tages bewertet man es ja auch in Begriffen mit der Optik, ja. Unbewusst vielleicht. Ja. Würde ich 9 von 10 geben, war einfach, wie gesagt, so dieses Komplettpaket. Du hast alles gehabt, vollmundig, so. Du bist einfach zufrieden gewesen von dem Essen. Also man muss wirklich sagen, ich habe dem Holle gesagt, als er hier reinspaziert ist, dass er mir immer ehrlich Feedback geben soll. Ich fand auch alles heute wirklich super lecker, deshalb ja. Ich glaube, das hat Leroy, oder wer war das, einmal abgezogen und wirklich mir eine 5 von 10 gegeben oder sowas. Das ist einfach schon, das kostet einfach so Eier. Es kann ja einfach sein, dass dir einfach was nicht schmeckt so. Und wenn du dann einfach so straight sagst, so ey, das war einfach nicht mein Geschmack, so einfach 5 von 10. Das ist krass, Alter, das ist echt krass. Auch mit, aber ich bin auch super stolz, dass du mich so gut bewertet hast. Ich würde wirklich sagen, Holle, danke dir. Max. Es war eine Freude, es war ein Spaß. Ja. Und ja, dann guckt auf jeden Fall das Video auf Holles Kanal. Sehr, sehr unerwartete Kooperation zwischen den beiden. Ich glaube, das war eigentlich, weil Holle auf seinem Kanal ein Burger-Battle gedreht hat, wo Max einen Burger gemacht hat und Oscar hat einen Burger gemacht, also Fitness-Oscar. Und er hat die beiden quasi gegeneinander antreten lassen, wer den besseren Burger macht. Geiles Format auf jeden Fall und nice Geschichte, ja. Ich könnte mich auch mal von einem Tag lang von
von Max bekochen lassen. Safe, wer könnte das nicht machen? So, ich würde mich gerne immer bekochen lassen. Wenn ich das Geld hätte, ich glaube, eine der ersten Sachen, weil ich persönlich koche nicht gerne. Ich esse aber gerne. Wenn ich wirklich auf Geld scheißen könnte, eine der ersten Sachen, die ich machen würde, wäre mir einen Koch einstellen oder sowas. Einkaufen und essen macht Spaß. Nur in der Küche stehen und kochen macht nicht so viel Spaß, weil es meistens einfach zu lange dauert manchmal. Und dann jemanden einfach haben, der euch immer die Gerichte so zubereitet. Das wäre geil. Das wäre echt eine nice Geschichte. Meine Mutter hatte ein Restaurant früher und die hat immer gekocht auf brutalster Ebene bei uns zu Hause. Deswegen bin ich da einfach auch sehr, sehr, sehr verwöhnt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut bis dahin. Over and out. Bis morgen. Ciao.